Moin liebe Leute, hier und heute wieder willkommen in der Lani Kitchen Show zu einer weiteren Folge von Ich lach nicht tot. The story of my life. Hallo ihr Lieben! Hey! Wir melden uns mal wieder aus der Küche. Und ja. Ich weiß nicht, was wir genommen haben. Es ist der Schlafentzug, glaube ich. Im letzten Video haben wir schon nur noch gegackert und es geht jetzt schon wieder los. Passiert auch immer was dazwischen. Machen wir gerade einen Anfang, ist wieder ein Pischfleck irgendwo. Egal. Also, nichts mit Pischer heute. Jetzt ist Lani Kitchen angesagt. Und wir hatten im Vlog erzählt, den ihr wahrscheinlich am Samstag seht, genau, dass wir eine Kürbissuppe machen wollen. Denn an dem Tag, wo wir es machen wollten, hatte es nicht geklappt. Und wir haben soweit alles vorbereitet und möchten für uns, für euch, eine Kürbissuppe machen. Ja, warum wir das Ganze jetzt gedreht haben, ist, weil viele von euch lieber samstags einen Vlog gucken, anstatt des Lani Kitchens. Deshalb haben wir das jetzt einfach umgedreht und ziehen das Lani Kitchen vor. Und Samstag werdet ihr sehen, wie wir dafür einkaufen waren. Richtig. Also alles total normal, wie immer bei uns. Genau, ein bisschen Chaos. Aber wundert euch nicht. Genau, es gibt heute eine Kürbissuppe, passend zum Herbst. Das ist der Ofen, der gerade vorgeheizt ist. Ja. Denn, erklären wir euch gleich warum, genau. Weil es einfacher ist. Und zwar gibt es eine Kürbissuppe, die ich von meiner Mama kenne, die sie so immer gekocht hat. Die ich auch schon mal probieren durfte. Genau, die super lecker ist. Ja. Und die werden wir heute nachkochen, gell? Ja, wir dachten uns Herbstzeit, ne? Und du hattest einen Kürbis mitgebracht, das war irgendwie vor ein paar Tagen. Einen richtig hübschen. Hokkaido. Hat er im Video leider falsch gesagt? Habe ich im Video falsch gesagt, Hokkaido. Okay, ja. Egal. Das war die weibliche Form halt. Möchtest du so deine Nichte nennen? Nee. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Genau. Ja. Was wir heute für die Kürbissuppe brauchen, sind ein Hokkaido-Kürbis, 750 Gramm. Mhm. Dann brauchen wir Kokosmilch, und zwar 400 Milliliter. Die ist noch im Kühlschrank oder in der Abseite. Genau. Kühlschrank? Da ist auch noch welche, aber ich glaube, die ist auch nicht mehr gut. Ich glaube, die ist schon 4 Monate auf. Dann brauchen wir 600 Milliliter Gemüsebrühe, wir brauchen ein bisschen Ingwer, wir brauchen 2 Knoblauchzehen. Ja, alles hier. Genau, wer möchte, kann das Ganze gleich nochmal mit ein bisschen Chili peppen. Ich habe gedacht, wir machen oben einfach wieder einen Klecks Creme Fraiche oder Schmand drauf, muss ich mal schauen. Das finde ich immer noch ganz lecker, so als besonderen Clou. Oder man kann auch am Schluss ein bisschen Kürbiskernöl drüber machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Aber das kommt erst zum Schluss. Wir haben auch noch ein bisschen Brot da liegen, was man nachher auch so ein bisschen dippen kann. Ja. Genau. Ansonsten, ja, sind das so die Grundzutaten. Genau. Und ich denke, wir fangen einfach an. Es ist gar nicht so schwer. Ich habe das Rezept jetzt nochmal mehr durchgelesen. Am besten, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit vorweg. Ihr könnt nicht so fortstarten und loslegen, weil dieser Kürbis, könnte man, aber es ist noch ein bisschen mit Vorbereitung, wenn man es leichter haben möchte, verbunden, denn der ist echt mega hart und den zu schneiden, zu schälen und sowas, das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Es gibt aber einen Trick und man kann diesen Kürbis nämlich im Backofen bei 120 bis 150 Grad ungefähr 20 bis 30 Minuten, sagen wir mal so, ab vorgaren, dann ist er nachher weich. Den Hokkaido kann man ja komplett verarbeiten mit Schale, was ziemlich cool ist. Aber ohne Strunk. Den Strunk machen wir ab. Und da unten auch diesen Strunk da. Genau, und das heißt, der wird dann ein bisschen weicher, besser verarbeitbar und dann geht es eigentlich erst so richtig los mit der Suppe oder der Suppenzubereitung. Das heißt, als allererstes, ich halbiere den einmal, damit die Wärme halt auch noch drin gut reinkommt. Und dann kommt er auf das Backblech in den vorgeheizten Ofen und wird weich gemacht. In der Zwischenzeit können wir schon ein paar andere Sachen vorbereiten, die zeigen wir euch dann. Genau, für die Suppe nachher dann auch Gemüsebrühe dabei ist. Genau. Kokosmilch abwiegen, ja, und so weiter. Aber als allererstes werde ich mal meine Motorsäge rausholen und diesen Kürbis halbieren. Okay, bitte. Dann? Ich glaube, eher damit. Du willst nur beweisen, dass du das größere Messer hast. Ja, so. Männer! Wie gesagt, einmal den Nupsi da ab. Das Messer ist schön scharf, wie ihr seht. Ich hätte gar nicht gefragt, ob ich das machen möchte. Möchtest du machen? Nein. Okay, wie gesagt, das Messer ist auch echt schweinescharf und du bist nicht mehr im Bild, deswegen darfst du eh nicht mitmachen. Wieso, das ist alles im Bild da vorne. Ja, das stimmt. Aber da bist du nicht mehr im Bild. Ich darf auch nicht mehr mitmachen. Genau, Laura darf nicht mehr mitspielen.
So. Und jetzt ist ein bisschen Kraft angesagt. Das kann ich besser als du. Froh, dass man so gute scharfe Messer hat und ich mich hoffentlich nicht schneide. Soll ich schon Verbandskasten holen? Nee, ich glaube nicht. Ich war eben noch mal schnell einkaufen, weil noch zwei Teile gefehlt haben. Da rief Nils an und sagte, ich hab mich verletzt. Mit dem C gegen das Sofa gerannt. Als ich Fay davon abhalten wollte, auf unser Sofa zu kriechen. Und hab's nicht geschafft. Wohlgemerkt, es sind Auflagen drauf, ja, ist alles nicht so wild. Alles nicht so wild. So, tada! Ein bisschen Knöf und so sieht der schön von innen aus. Was? Knöf. Also Kraft. Fladütsch. Knöf? Ja, das heißt Knöf hier. Ich krieg hier einen Knöf. Die Kerne können wir jetzt schon raussortieren, Löffel nehmen, rauskratzen und dann. Ich fühle mich irgendwie wie an Halloween. Oh, willst du meine Lieblings-Halloween-Aktivität erzählen? Ja, habe ich auch erst vor 2 Jahren kennengelernt. Und zwar macht Laura sehr gerne diese Halloween-Kürbisse. Und das heißt mit immer, stopp, genau, das, lass mich doch erzählen. Mit deiner Mom. Und deine Mom sagt dann immer, ja, lass uns doch mal Kürbisse schnitzen. Ja, wer schnitzt? Laura. Aber wer präsentiert? Die Mom. Weil wir haben geschnitzt. Und scheiße, wir haben schon wieder das Mikro nicht da drin. Dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und packen ab jetzt das Mikro dran. Richtig. So, wir melden uns wieder zurück nach dem... Da ist kein Mikro dran. Ich habe schon das erste ausgehöhlt. Genau. So lange hat mir jetzt gebracht. Das war richtig Hochgeschwindigkeitsarbeiten. Von wem? Von dir. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass der Ton wieder gut ist. Achso, ja. Übrigens, ganz liebe Grüße gehen raus an meine Mama. Welche Kekse wollen wir dieses Jahr eigentlich zu Weihnachten backen? Das macht ihr unter euch aus. Du machst das ziemlich gut mit dem Kürbis da. Genau. Der ist fertig. Aber wir haben auch schon mal zusammen Kürbis geschnitzt, du und ich. Das stimmt, ja, beim zweiten Mal. Und haben eine Challenge gemacht. Ja. Das könnten wir eigentlich auch mal als Video machen jetzt im Herbst. Oder? Eine Kürbis-Challenge? Ja, wenn ihr schon einen Kürbis hat und dann muss nachher abgestimmt werden. Dann darf die Community abstimmen am Schluss. Ja? Ja. Oh, der sieht schon gut. Du bist richtig gut. Das Ding ist fertig. Und dann würde ich sagen. Wollen wir jetzt mal auf die Waage schmeißen, wie viel wir haben? Können wir machen. Diese Hälfte hat allein schon 716 Gramm. Das heißt, es eigentlich reicht die eine Hälfte. Und die hier? 670, 72. Wollen wir ja die doppelte Menge machen und einfrieren? Können wir machen, ne? Ja. Übrigens, meine Mama hat gesagt, ach, ich nehme mal den ganzen Kürbis, der wiegt ein Kilo, dann macht ihr das Innere raus, dann sind es nur 700 Gramm. Mhm. Danke, Mama. Das macht ihr unter euch aus. So, der Kürbis kommt in das Kürbis. Ofen und dann einfach da rein. Und Fay, Achtung, hier steht hinter dir. Ja, ein Timer auf Fay, wir üben gerade Körbchen. 20 Minuten. So, wir müssen den Ingwer schälen, den Knoblauch schälen und die Gemüsebrühe. Mhm. Was möchtest du machen? Ich mache die Gemüsebrühe und die Kokosnuss. Das heißt, wir brauchen 1,2 Liter Gemüsebrühe. Willst du unsere Küchenhilfe zeigen? Unsere Küchenhilfe hier unten zwischen uns sitzt und einmal Hallo sagen will. Sie passt auf, dass alles gut wird. Ingwer, da steht so ein Stück halt. Ich nehme mal die Hälfte. So viel? Ja. Da geht ja noch eine ganze Ecke weg. Aber beim Schälen geht natürlich noch eine ganze... Ich habe mal gehört, mit einem Löffel soll man schälen. Hast du das mal ausprobiert? Nee, hab ich nie ausprobiert. Dass man nicht so viel wegschneidet, sondern man kann das mit einem Löffel die Schale einfach abkratzen. Okay. Versuche ich mal. Wenn das geht, ist es ein guter Tipp. Da lege ich mir aber hier einen Anti-Sapsch drunter. Ein Anti-Sapsch. Ich habe einen Ohrwurm. Wovon? Cool, geiler Tipp. Das geht richtig gut. Siehst du? Ja. Besser als wenn man schneidet, gell? Total. Also, für alle, die es nicht wissen, ich wusste es nicht, bis eben Ingwer mit einem Löffel schälen. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht. Weil man wirklich mit dem Messer immer eine ganze Ecke wegschneidet.
25 Gramm. Oh, das riecht lecker. Der Ingwer oder die Gemüsebrühe? Der Ingwer. Mit kochendem Wasser übergießen oder kann man das schon im Kalten? Wie macht ihr das? Es löst sich besser mit kochendem Wasser. Ich kann aber ja heißes Wasser nehmen. Geht auch. Unser Heiß ist ja schon fast kochen. Ja. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Frag mich, ich habe keine Ahnung wirklich? Vom Kochen, aber Küche kann ich. Cool mit dem Ingwer, hätte ich nicht gedacht. Weil sonst schneidet man wirklich mit viel weg. Aber das ist eh cool. Laura kennt unheimlich viele Lifehacks, die du dir immer wo holst? Überall. Ja, aber du hast auf YouTube so eine, und auf Pinterest. Das wollte ich gerade sagen, Pinterest. Weil die kennst Seite kann ich. So, nein, kenne ich auch nicht so. Und da sind schon ein paar gute Tipps von Laura auch mal gekommen für die Küche. Und du bist bei der. Kokosmilch. Das heißt, Gemüsebrühe ist jetzt soweit vorbereitet. Yes. Und wird ja eh gleich nochmal aufgekocht, alles das, was noch nicht gelöst ist, ne? Genau. Knoblauchzehen sind auch fertig. Ingwer ist fertig. Jetzt habe ich den nächsten Ohrwurm. Knoblauch, Knoblauch. Das kannst du Papier, oder? Ja. Denk den Unterleib in Schwung. Knoblauch, Knoblauch, die Alten wieder jung. So. Das heißt, Madame, wir sind erstmal fertig, ne? Fertig. Das heißt, wir warten jetzt noch 11 Minuten auf den Kürbis und melden uns dann wieder. Bis gleich. So, der Ofen hat gepiept. Das heißt, Vorbereitungen sind fertig. Wir haben noch den Knoblauch hier geschnitten. Und Ingwer, du hast die Gemüsebrühe vorbereitet und die Kokosmilch abgemessen. Das heißt, jetzt hole ich den Kürbis aus dem Ofen und dann wollen wir mal sehen, dass wir den ein bisschen klein geschnitten kriegen. Mhm. Falls ihr etwas Quengelndes im Hintergrund hört, Faye ist viel zu lange wach, todmüde und möchte nicht schlafen. Ah, ja. Genau. Ja, genau. Das war dein Stichwort. Also wundert euch nicht. Aber jetzt quengelt erstmal der Ofen. Genau. Wir hatten den Kürbis jetzt 20 Minuten drin. Man kann ihn so 20 bis 30 Minuten drin lassen. Mal gucken, ob das schon gereicht hat. Ich bin gespannt, ne? Du pass auf, dass Faye hier nicht in den heißen Ofen rennt. Komm, Faye. Wir zeigen dich mal der Community. Guck mal da oben. Hallo? Achtung. Hallo. Wird heiß. Achtung, wird heiß. Ist auch okay. Riecht schon gut. Ja. Verbrennt. Nö. Ja, bisschen weicher geworden, der dampft ein wenig. Jetzt gucken. Und nicht anfassen, nur gucken. So, den Ofen brauchen wir nicht mehr. Ui, ist das heiß. Du willst schneiden? Ich will jetzt mal versuchen. Wahrscheinlich kann ich es eh nicht. Vorsichtig. Oh Gott, mit dem Messer? Würde ich nehmen. Pass auf, diese Kante ist auch sehr scharf da hinten. Die kennst du schon, ne? Ja. Oh, der ist butterweich. Ja, das war super. Perfekt. So. Oh. Ich glaube, die Kleine ist quengelig. Quengelig oder muss sie raus? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie muss raus. Du machst mal kurz weiter. Und ich mach weiter. Ich bring mal kurz den Hund raus. Tu das. Nimmst du sie nachher auch wieder mit rein? Nee, ich lass sie draußen. Okay, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist eine Sauerei, was ich hier veranstalte. Hochkonzentriert, aber Chaos. Was ich super cool finde, ist, dass wir euch zum Teil schon mit unseren geilen Ofenhandschuhen angesteckt haben. Uns haben nämlich ein paar auf Instagram per Direct Message schon geschrieben, dass sie sich die Ofenhandschuhe nachgekauft haben und das finde ich super cool. Ja, denn jetzt auch diesen heißen Kürbis kann man damit auch perfekt anfassen. Wäscht die danach wieder einmal durch, dann sind die wieder sauber. Also richtig, richtig geil. Ich würde die auch nicht mehr missen wollen. So, der Kürbis, der ist geschnitten. Ist jetzt so ein riesen Topf voll geworden, finde ich richtig cool. Als nächstes müssen wir den Knoblauch und den Ingwer schon mal ein bisschen anbraten in der Pfanne mit Öl. Und genau, dann kommt der Kürbis dazu, dass der auch so ein bisschen angebraten wird, dass der so ein bisschen ja, Pfannenaroma kriegt, wenn man das so nennen mag. Und anschließend kommen dann die Gemüsebrühe und die Kokosmilch dazu.
jetzt geht es eigentlich los und jetzt sollte es hoffentlich relativ schnell gehen. Der Knoblauch und Ingwer werden in Öl angebraten, das mache ich sofort gleich. Dann der Kürbis noch mit dazu, ganz kurz. Und dann wird das Ganze mit Gemüsebrühe und Kokosmilch abgelöscht, durchpüriert und dann sollte die Suppe so gut wie fertig sein. Vielleicht noch abschmecken, ein bisschen Zitrone dazu. Wir gucken mal. Klingt lecker. Hast du Lust? Ja. Dann Feuer auf den Herd. Was für ein Öl nehmen wir denn da mal? Normales Öl. Normales Öl. So, ich habe hier einen großen Topf, weil da gleich alles drin passiert. Wird alles angebraten und dann wird auch die Flüssigkeit dazu. Und dann kann ich das nachher auch in diesem Topf pürieren und habe dann gleich Le Soup. Heißt es Le Soup? La Soup? Ich habe überhaupt keinen Schimmer von Französisch. Ich auch nicht. Öl wird heiß, jetzt werden wir hier nicht... Doch alle? Knoblauch mache ich alles rein, ja. Hau rein. Genau, es fängt schon leicht an zu zischeln. Ein bisschen Ingwer dazu. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nehme ich noch nicht alles. Gut. Warum eigentlich? Doch, ich nehme alles. Ding. So, es zischelt, es köchelt. Achso, zum Lami-Kästchen zum letzten. Können wir eigentlich erzählen, warum ich nicht dabei war? Jetzt ist es ja raus. Denn das hast du gedreht, nachdem die kleine Maus, ich glaube, den zweiten Tag hier war. Ja. Und da konnten wir sie noch nicht mit in die Küche nehmen. Nein. Und geschweige denn die beiden unbeaufsichtigt. Genau. lassen. Deshalb saß ich mit den Hunden im Wohnzimmer. Und Nils hat uns ganz lecker bekocht. Aber ich finde, das hat er auch gut gemacht, mal alleine. Du kannst mir mal Kürbis dazugeben. Spritzt das? Wenn du vorsichtig bist. Ich bin nie vorsichtig. Mehr. Wenn du schneller bist, dann wird es nicht so viel. Genau. So. Hier wird jetzt mit angebraten, noch mal kurz. Natürlich ein bisschen schwieriger hier vor. Röstaroma war vorhin das Wort, was ich gesucht habe. Rest oder Röst? Ich habe Brataroma gesagt. Röstaroma. Ich glaube, ihr wusstet trotzdem, was ich meine. Es zischelt schön. Weiter geht's. Der ist jetzt schon nett angebraten. Ich bin ein bisschen vorsichtig, mach nicht zu stark, dass es nicht zu dunkel wird, weil ja auch noch Knoblauch und so drin ist. Das heißt, jetzt kann Gemüsebrühe und Kokosmilch dazu. Möchtest du das machen? Ja. Ich würde dann einmal kurz zur Seite ziehen. Mach mal die Hälfte von beidem erstmal. Gucken wir mal, wie viel Flüssigkeit das ist. Das wird jetzt zischen, nicht wundern. Oh Gott, ich mag das nicht, wenn es zischt. Und rein. Ich hab gepitchert. Ja, sehe ich. Ich wusste, dass ich das mache. Hast du fein gemacht? Ja, ne? Weil jetzt der Herd auch aus ist. Was hast du gemacht? Typisch Lauer, sag ich mal. Deshalb heißt der Kanal so. Warum ist er jetzt aus? Jetzt müsste er gehen. Aha, siehst du? Okay. Der war noch nass. So, jetzt kommt die Kokosmilch. Nee, das mache ich. Ja. Jetzt wisst ihr, warum ich koche und Laura lieber backt. Da geht auch gar nicht so viel schief. Ja. Ja. Das ist die Hälfte. Erstmal. Oh, ich liebe den Duft von Kokosmilch. Ich auch. So, jetzt müsstest du mal bitte einmal eine Steckdose finden. Weil jetzt gucken wir gleich mal. Ja, das die rechte kann frei. Nicht so einfach. Ah, das kriegst du hin. Ich bin überlegen, ob ich ein Tuch hier ein bisschen drüber lege für als Spritzschutz. Spritzschutz. Wenn du ein altes Küchentuch hättest, das wäre super. Wieso machen wir das nicht? Ja, mal sowas. Gut, dann geht's jetzt mal ans Polieren. Ein thematisch fast passendes Handtuch. Und wir gucken mal, ob das jetzt Flüssigkeit und festigkeitsmäßig geht. Achtung. Nein, über den Topf richtig. Das geht in die Luft. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Richtig, so. So, wir haben jetzt eine ganze Weile püriert. Ja, und die ist richtig geil geworden. Die ist richtig sämig, cremig. Jetzt müssen wir eigentlich noch abschmecken. Genau, aber wir haben jetzt
das doch wirklich nach dem Rezept meiner Mama gemacht und nicht die doppelte Menge genommen. Ja. Wir haben die anderen jetzt zwar auf, aber die verbrauchen wir noch. Die Kokosmilch, das machen wir nochmal in Curry irgendwie und die Gemüsebrühe braucht man eh ständig. Genau. Deshalb, das kommt nicht weg. Probieren wir mal. Einfach mal Konsistenz und was das noch fehlt? Schweineheiß. Ja, pusten. Hier. Muss ich eine Stunde pusten. Kannst du das schon probieren? Geil! Da fehlt wirklich nur noch Salz, ein bisschen Zitrone. Das war eine ordentliche Prise Salz, würde ich sagen. Trotz der Gemüsebrühe. Lecker! Und was stand da? Esslöffel, ne? Zwei? Drei. Drei. Oder? Vier Esslöffel. Ui, das ist viel. Ich mache erstmal zwei. Mal gucken. Also auch Konzentrat. Nice. Beides dran? Es ist beides dran. Ich habe jetzt noch keinen Pfeffer ran gemacht. Ich mag keinen Pfeffer. Dann pfeffere ich mir die Suppe nachher alleine. Ja? Ja. Hier. So, hier, zum Probieren. Probieren. Stets zu Diensten, wenn es ums Essen geht. Yes. Perfekt. Das heißt, Suppe ist perfekt. Ne? Sieht man noch einmal schön. Ich würde sagen, wir richten jetzt eigentlich nur noch an. Und nehmen euch dann mit. Genau. An den Tisch. Ja. Bis gleich. Yay. Die Suppe ist fertig. Und wir haben noch Baguette dazu. Und das hier nett gemacht mit Kerzen. Creme fraiche und Kürbisöl, Kürbiskernöl und ich nehme gleich noch Pfeffer, vielleicht mache ich noch ein bisschen Chili dazu und ich würde sagen, wir lassen uns das jetzt schmecken. Und wenn ihr Bock habt, dann kocht das doch einfach nach, schickt uns weiter gerne Rezepte und abonniert uns, gebt uns einen Daumen hoch, gebt Kommentare ab und wir würden uns freuen, euch bald wiederzusehen, entweder bei Lani Kitchen oder bei unseren Vlogs oder Monatsfavoriten oder was auch immer. Es bleibt uns eigentlich nichts zu sagen als bis dann. Ciao. Ciao.